Haifisch Sneaks von Alex featuring von Alex und Max. Max will keine Ahnung, wer es ist, aber. Die Planungsarbeit Eingang des Agenturdeals von den neuen Mini-Heist aus dem GTA Tuning Update wird Ihnen präsentiert von Penis. Der Echtzeit-Dildo. Oh, ich krieg grad, ich hab grad gesagt, immer heißt ganz anders, warte. Muss ich noch mal kurz, halt dein Maus, ist er netter. Muss mal kurz nochmal nachgucken. Okay. Ach stimmt, die Firma heißt Penris, sorry. Das hab ich mir einfach verlesen. Und Penis. Okay, die GTA-Vorbereitungsmission. Diese GTA-Vorbereitungsmission wird Ihnen präsentiert von Penris. Ich weiß doch, ich bin eine Firma, also ich kenne ihn nicht. Damit ich irgendeinen Spruch zu der finden kann, muss ich jetzt kurz googeln, was das ist. Ich müsste nur meinen guten Google Assistant fragen. Oder meine Alexa, die bei mir am Bett steht. Gebäude in GTA. Es gibt das Pendel Friede. Okay. Ah, wir müssen zum Umspannwerk und fahren. Ich dachte, wir müssen zum EIA. Keine Ahnung. Vielleicht finden wir da ja einen Weg reinzukommen. Nein! Scheiße! Jo. Gut, dass du gefahren bist, würde ich sagen. Vor allem, er steigt sogar noch an Steuer, während das Auto einfach. Und das Auto schon am Meeresgrund, also kurz bevor es aufgeschlagen ist, ist der einfach. Achtung, hier sind Kameras. In Steuer gestiegen. Hier sind Kameras. Ja, lass sie einfach ausschalten, Jala. Ich glaube, dann gibt's Stress. Ich stehe da ein Typ vor mir. Wenn ich jetzt hochkletter. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt hochkletter, sieht mich ein Typ. Warte, ich versuche ihn leise auszuschalten. Ich hau ihn mit dem. Ich wollte ihn gerade mit dem Tomahawk abhauen. Aber wegen dir haben wir jetzt 3 Sterne. Ja, hätten wir auch so bekommen, wenn du ihn aufs Maul gehauen hättest. Ja, aber das dachte, es wäre dann der leisere Weg gewesen. Weil keiner hat gehört, dass ich ein paar aufs Maul war. Junge, also ich hab'n Schalldämpfer benutzt. Ja, aber von der reinen Logik her hätte das funktionieren müssen. Ich weiß noch nicht mal, wie man hier reinkommt, weil über Stachelplatz. Hui, fliegender SWAT-Typ von der SWAT-Einheit. Ja, er ist so ein richtiger Plumpsack, Alter. Ne? Oh, Digga. Ich dachte, ich komme vielleicht rein, indem ich links halt, ne? Indem ich über den Container rüber springe, aber er ist wie so ein Plumpsack vor dem Zaun aufgebaut. Warte kurz. Ah, das ist ein Eingang. Ich wollte jetzt versuchen, durch den Zaun zu fahren. Lol. Entschuldigung. Könnten Sie uns bitte unsere Sachen machen lassen? Ich habe gesagt, Sie sollen uns... Hallo. Hallo. Würden Sie bitte wieder abrücken? Hier gibt's nichts zu sehen. Meine Güte. Ich wollte gerade die Schaulustigen loswerden, aber die haben Waffen. Ich habe hier gerade die Typen umgebracht, die hier saßen. Durchsuche ich hier die Container. Ich wollte die Schaulustigen umbringen, aber die haben Waffen dabei. Die Schaulustigen. Ich bin jetzt hier in dem zweiten Container, die sind einfach keine Grundrisse, aber im ersten glaube ich auch nicht. Bleibt mir nur noch der letzte. Ich glaube, da müssten die irgendwas liegen. So hoffe ich jetzt mal. Ja, ich denke mal. Ja, Absi. Ich wollte gerade ein paar Schaulustige vertreiben, aber. Ich mach kurz ein Foto. Gefunden. Ja, warte bis die Alte sich bei dir meldet. Ja, ich versuche halt sonst ein paar Patrouillen loszuwerden. Ich helfe dir, wenn wir ein bisschen aufmachen. Das ist gerade irgendwie im Headshot. Entschuldigung. Könnten Sie bitte endgültig? Dann schon wieder die Schaulustigen. Ich hab den Bock auf die Schaulustigen.
Begib dich zum U-Bahn-Eingang, okay. Mhm. Ich würde sagen, du holst dir mal ein neues Fahrzeug. Ich hab mir jetzt einfach ein paar Vorauto geklaut. Komm, ich komm zu dir. Ja, ich bin die letzte Mongo gekommen. Ja, komm hier immer neu, weil wir Bullen haben. Komm rein hier. Ich wollte nur mal den scheiß Auto. Mhm. Scheißegal jetzt. Er war aus wie so ein Pilot. Ist es voll Auto. Du wärst ein Elektroauto, glaube ich. Keine Ahnung. Ich habe einfach der Erstbeste genommen, aber. Mhm. Ich glaube schon wieder, dass ich ein Arschloch bin. Sowas muss man sich andauernd anhören, weißt du? Mhm. Das soll dein Freund und Helfer sein, ne? Und sobald du irgendwas verbrochen hast, bist du einfach das größte Arschloch für die. Ja. Ja. Begib dich zum U-Bahn-Eingang. Wir hätten sowieso 3 Sterne bekommen, weil das für ein paar vor die Fresse gehauen. Ja, ich weiß. Ich wollte es mal ein bisschen anders angehen, als ihn einfach zu erschießen. Weißt du? Alles gut, ja, alles gut. Dass wir laut GWA-Logik 3 Sterne bekommen, war mir klar, aber ich dachte, dass wir mal einfach mal eine logische und witzige Herangehensweise einfach versuchen, Sneaky zu töten. Er macht eh im Krankenhaus. Wenn ich mir hinter ihm ansprinte mit einem Tomahawk. Er wacht eh im Krankenhaus wieder auf, von daher. Und dann geht er auch in der Mitte im Krankenhaus, richtig. Mach du. Na, du kannst jemanden umbringen, einen Krankenwagen rufen, der Krankenwagen hält kurz an und fährt weiter. Und untersucht den kurz. Hatte ich auch schon mal einen GTA Online. Ja, bei mir ist meistens, ich rufe einen Krankenwagen, der fährt dahin, bleibt kurz stehen, fährt weiter. Ja, ist doch gut. Nee, ist doch nicht. Ich wollte mal helfen, dass die Leute da gerettet werden. Die ich vorher umgebracht habe, aber ja. Begib dich in die U-Bahn-Schächte. Ja, wir müssen hier rein. Ich werde noch mal einmal besuchen. Wir müssen hier rein, hier ist der U-Bahn-Schacht. Patrol. Na, wer hat die Stange mit dem vor mein Gefresse gepackt? Komm, okay, jetzt sind wir im U-Bahn-Schacht. Folge den Schienen zu einem Knotenpunkt, wird dabei vielleicht nicht von einer U-Bahn dafür überfahren. Folge zum zentralen Zug. Wir fahren so die U-Bahn-Strecke entlang. So ist, glaube ich, nicht richtig. So fährt man die, glaube ich. Ich glaube, der Heli ist gerade abgestürzt. Ich glaube, die Polizei weiß generell nicht mehr, wo wir sind, obwohl wir nur an einen U-Bahn-Schacht gefahren sind. Ich glaube, die Polizei muss lernen, die U-Bahn zu nehmen. Ah, ich glaube, wir sind da. Hier muss irgendwo der IAA-Eingang sein. Also wenn du irgendwo Scheiß auf dem Boden siehst, sind wir richtig. Na? Weil die machen ja alle AA. Hier geht dann ein Tunnel. Okay, jetzt wieder vorbei. Dann ist hier nicht richtig. Hast du ihn schon gefunden? Nö. Ja, auch nicht. Ich weiß aus dem Paluten-Video, dass der einen, dass er hier vorne ist. Ja, hast schon wieder alles geguckt. Na, er hat schon wieder dich überall spoilern lassen, ne? Was heißt spoilern lassen? Ich hab halt nur kurz reingeguckt. Ja. Ja, wo denn? Einer von den beiden war es in dem Video von Paluten. Hier vorne sind dabei. Also war ich da doch richtig, aber die zweite gefunden. Aber kein bei Spiel. Der EIA und beim FBI verdient man gutes Geld. Sogar sehr gutes Geld. Ich habe eine Actionfigur gefunden. Wo? Hier vorne, irgendwo. Ich bin lang gelaufen, auf einmal hat es Dings gemacht. Hier vorne, irgendwo müsste eine stehen. Hier so bin ich lang gelaufen, dann habe ich auf einmal eine eingesammelt. Hier auf der Seite. Hier an dieser Rampe lang. Ach hier ja.
24 von 100 Action. Ich habe erst 10 auf diesem Account. Hier ist auch nichts. Doch, die Supernova. Supernova, Nova. Und Mr. Lava Lava. Du hast auch so einen Song, der auf TikTok getrendet ist. Der ist doch voll alt, der Song. Ja, deswegen. Mr. Bombas. Ich frage, wer eher was trendet, nicht auf TikTok. Hausmar Cool hat dadurch 21 Millionen Aufrufe bekommen. Na, ich weiß. Ich rätsel auch immer noch, welche Goldplatte Tane nicht ausgepackt hat. Bestimmt die für seine EP mit 1000 mal cooler Paranormal Flow Maschinen. Ja, aber auf Wikipedia hat er laut Wikipedia hat er nur eine bekommen und das war für eine Dead Adams Single. Deswegen rätsel ich, ob er die noch nicht wieder ausgepackt hat oder ob er wirklich für eine, für zum Beispiel Hyper Wave Lord eine bekommen hat. Oder so, aber ja. 20 Millionen ist dafür eigentlich viel zu wenig. Ja gut, nur Spotify streamt so trotzdem ein bisschen wenig. Ich glaube 100 Millionen Verkäufe brauchst du, um eine Goldplatte zu bekommen. Na? Hä, wo ist denn dieser Bums? Keine Ahnung. Ich hab die beiden Türen abfotografiert, aber sind die nicht? Das Bild kannst du nicht verschicken. Nein, jetzt müssen wir auch durchsuche das Ge- Ach so, fotografieren. Ich dachte, wir können da einfach reinlaufen. Und wieso gibt es einen EIA-Eingang in einem U-Bahn-Tunnel? Weil es die IAA hatte. Darum. Ah, die U-Bahn wird von unserem Auto aufgehalten. Es ist die IAA, Alter. Das erklärt doch wohl alles. Das ist eine Geheimorganisation. Oh, da kommt eine U-Bahn. Ja, ich habe den Fahrer gerade umgebracht. Ich dachte, du wirst mit der U-Bahn davor überfahren. Vor allem hier ist sogar ein Tastenfeld an der Tür, als ob die es nicht ist. Ja, das ist, nicht. Ist die. Ich habe die gerade fotografiert, dann stand da an, sie sind hier die Tür hier, wo ich habe die auch fotografiert, aber es hat nicht gezählt. Ja, vielleicht warst du zu dicht dran, keine Ahnung. Bei mir hat's gezählt. Ich dachte, man kann, läuft hier einfach rein. Ich habe ganz versteckt, dass wir einfach fotografieren müssen. Ja, das ist schön, bevor dich jemand sieht. Ist ja offensichtlich irgendwie, dass die Tür ist. Hier ist ein scheiß Tastenfeld dran und da steht, dass da über, dass da Video überwacht wird. Eigentlich ist es offensichtlich, ne? Weil bei der Tür steht nur dran, dass da Strom ist. Eigentlich ist es offensichtlich, dass diese Tür ist, ne? Ihr seht schon drin.